Für mich ist ein großer Teil des Erwachsenwerdens, sich wieder mit meinem inneren Kind auseinanderzusetzen. Am Ende haben wir alle irgendwie eine Bucketlist, gefüllt mit Dingen, die wir glauben, die wir machen müssen, weil die irgendwie, also es Ansprüche sind, die aus der Gesellschaft kommen. Aber ganz oft, wenn man in sich reinhört, hat man vielleicht ganz andere Bedürfnisse. Ich würde gerne reiten lernen. So, das ist eine Sache, die macht man als Mann vielleicht nicht unbedingt, aber ich habe dieses Bedürfnis und ich mache das einfach, weil ich glaube, dass das ein ganz großer Teil davon ist, mit sich selber irgendwie im Reinen zu sein. Ja, der Gedanke, dass ich sterbe, ist tatsächlich ein Gedanke, mit dem ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe. Ich glaube, je älter man wird, desto bewusster wird einem, dass das Leben irgendwann zu Ende ist. Desto bewusster wird einem auch, dass man immer weniger Zeit hat, dass jeder Tag, der verstreicht, ein verlorener Tag ist, und hohe Ansprüche an sich selber kommen natürlich dazu. Das ist ein schwieriger Gedanke, finde ich.